Hallo, willkommen, ich bin der Max und ich habe euch im letzten Jahr schon meine besten Reisekreditkarten für das Jahr 2019 vorgestellt. Mittlerweile hat sich aber einiges geändert und ich habe auch so ein bisschen einen Erfahrungsbericht für die teurere Kreditkarte und ich dachte mir, ich teile es euch einfach mal mit, auch weil es gerade wieder eine Aktion gibt und weil es eine krasse Neuerung für die Santander-Kreditkarte gibt, die richtig, richtig schlecht macht. Deswegen muss dringend ein Update her, weil ich die Karte auf jeden Fall nicht mehr empfehlen kann. Ab 1. Juli 2020 wird nämlich die Santander 1 Plus Visa-Karte richtig schlecht und damit keine geeignete Reisekreditkarte mehr. Ich habe euch aber auch zwei Alternativen mit rausgesucht, die zwar nicht 100% alles haben, was die Santander damals hatte, aber es hat halt einfach keine Kreditkarte mehr. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der American Express Platinum Kreditkarte. Wir haben die jetzt mittlerweile seit August letzten Jahres, also mittlerweile gut ein halbes Jahr und sind seit 4 Monaten mit der auf Reisen. Und wer meine Instagram-Stories fleißig verfolgt, der weiß, dass wir alle paar Wochen in irgendwelchen Lounges, in irgendwelchen Flughäfen chillen. Ich meine, wir machen eine Weltreise, deswegen fliegen wir von Land zu Land und sind in vielen Flughäfen unterwegs. Und über unsere American Express Kreditkarte bekommen wir ja unseren Priority Pass. Und das Gute ist, von diesem Priority Pass habt ihr nicht nur einen, sondern ihr bekommt 2, wenn ihr euch die Partnerkarte dazu holt. Also gerade wer zu zweit unterwegs ist, es lohnt sich so schnell und mit dem kommen wir kostenlos in die ganzen Lounges rein. Und ich habe euch mal hier einen kleinen Ausschnitt, in welchen Lounges wir allein in den letzten 4,5 Monaten waren. Es ist Wahnsinn. Und selbst wenn man jetzt nur 25 Euro pro Lounge-Eintritt pro Person rechnet, sind wir bei, jetzt muss ich kurz rechnen, bei einem Gegenwert von 525 Euro. Und ich würde mal wirklich sagen, das ist noch nichts. Weil wir essen nicht nur in den Lounges, nein, wir trinken auch den Wein kostenlos, wir gehen duschen in den Lounges und es rentiert sich für uns nach 4,5 Monaten schon so krass. Teilweise hatten wir halt auch schon einen Gabelflug, wo wir irgendwie in Singapur 13 Stunden waren oder mal in Sydney 5 Stunden einen Overlay hatten und da konnten wir halt immer die Lounges nutzen. Und es macht das Reisen so viel, viel entspannter. Für alle, die mein altes Video zum Thema American Express Kreditkarte noch nicht gesehen haben, ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz auf die Vorteile ein. Ausführlich habe ich es aber schon mal in einem anderen Video erklärt, daran hat sich nichts geändert, ich verlinke es euch nochmal oben hin. Die Kreditkarte kostet ja 660 Euro und auch wenn ich es jetzt noch mal ganz kurz gegenrechne, diese 660 Euro, was die Karte gekostet hat, was echt nicht wenig ist, teilt sich erstens schon mal durch 2, das heißt jeder zahlt noch 330 Euro. Davon haben wir für einen Flug schon unser Reiseguthaben eingesetzt, wo jeder auch schon mal 100 Euro weniger gezahlt hat, das heißt jeder zahlt nur noch 230 Euro. Und wenn man da jetzt noch diese 525 Euro, was ich sage jetzt mal 250 Euro pro Person ist, und schon ist man irgendwie drunter und wir sind gerade mal 4,5 Monate unterwegs. Also für uns persönlich rentiert sich die Karte auch noch. Und das sind nur 2 Vorteile, die diese Karte irgendwie hatte. Und mit den 2 Vorteilen sind wir schon drin. Und die ganzen anderen Vorteile, wie 10x20 Euro bei Sixth Rights Gutschein, das wir auch noch gar nicht eingelöst hatten. Zahlreiche Status-Upgrades, dass man irgendwie bei Hilton schon mal in eine höhere Klasse kommt. Und auch wenn ihr keine Weltreise macht, aber trotzdem viel Reise oder eine kürzere Reise macht. Zum Beispiel nur 120 Tage unterwegs seid, dann habt ihr sogar mit der Amex, wenn ihr damit bucht, schon Reiseversicherungen dabei. Wo Verspätung zum Beispiel mit abgedeckt werden oder auch wenn die Airline euren Koffer verliert oder sonst irgendwas. Die Versicherungen verlinke ich euch auch nochmal unten, da gibt es einen Link in der Infobox. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen, da ist auch ultra viel dabei. Und auch für uns ein Highlight, den krassesten Vorteil, den ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, sind die Membership Rewards Punkte. Wir haben unsere Karte damals bestellt, wo es auch über die Freundschaftswerbung ein gewisses Angebot gab, weil normalerweise kriegt man nur so 30.000 Punkte, nur. Die Punkte könnt ihr übrigens in Meilen später umwandeln und kriegt da kostenlose Flüge, kostenlose Upgrades in First Class oder Business Class. Und wir sind gerade dran, unsere Punkte zu sammeln, um einen First Class Flug zu haben. Und wir haben tatsächlich schon 165.000 Punkte in Singapur Miles umgewandelt. Das heißt, wir sind kurz vor unserem ersten First oder Business Class Flug. Also ich bin mega gehypt. Und gerade aktuell gibt es auch eine Aktion mit sage und schreibe 75.000 Punkten. Was das an geldwerter Vorteil für Meilen und sonst irgendwas ist. Das ist fast die Hälfte, die wir jetzt schon in unserem ersten halben Jahr gesammelt haben. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und wie gesagt, die Aktion ist eine Freundschaftswerbung. Das gilt bis 8. April, das heißt, man muss auch relativ schnell sein. Link ist auf jeden Fall unten in der Infobox. Ihr kriegt einfach mal 75.000 Punkte geschenkt, was ein mega krasser Vorteil ist, wenn ihr über den Link bestellt. Und, das muss man natürlich auch dazu sagen, in den ersten 6 Monaten 6.000 Euro mit der Karte ausgibt. Sollte aber eigentlich gar kein Problem sein. In 6 Monaten, da hat mal jemand Geburtstag, da will der ein oder andere vielleicht ein neues Handy oder auch ein Familienmitglied, wo ihr einfach das Handy schnell über die Karte kauft und dann ist es auch gar kein Problem, das zu erreichen. Also wir haben auch von Freunden irgendwas eingekauft, bei Amazon noch was bestellt. Also die 6.000 Euro in einem halben Jahr sollte kein Problem sein normalerweise. Und wenn ihr sowieso vorhabt zu reisen, dann ist das Geld eh schneller weg, als man denkt. Wir buchen alle Flüge online mit der American Express. Wir buchen jeden Ausflug, den man mit Euro buchen kann mit American Express. Und wir buchen auch unsere Unterkünfte alle mit American Express, wenn man sie online mit Euro buchen kann. Deswegen auch ganz wichtig, dass wir den Nachteil ansprechen, wenn ihr mit der American Express Karte irgendwie Fremdwährung bezahlt, keine Ahnung, australische Dollar, amerikanische Dollar,
dann schlägt da Amex noch was oben drauf. Deswegen dafür die Karte eher nicht nutzen, selbst wenn es dafür manchmal Punkte bekommt. Das muss man immer so selber abschätzen. Wir haben es schon gemacht, aber wir machen es auch nicht immer, weil wir einfach nicht mehr Geld bezahlen wollen, als wir eigentlich müssten. Dafür gibt es eine andere Kreditkarte, die jetzt sich verschlechtert hat, aber ich stelle euch gleich Alternativen vor. Und was man auch auf keinen Fall machen sollte, Bargeld abheben mit der American Express. Da sind 4% mit oben drauf und das brauchen wir nicht. Dafür kann man andere Karten verwenden. Aber ansonsten, so als kurzes Zwischenfazit, sieht so nach 4,5 Monaten Reise, nach 6 Monaten, wo man die Kreditkarte hat, wir nutzen noch nicht jeden einzelnen Vorteil und es hat sich trotzdem schon rentiert. Allein mit den Lounges, die wir nutzen, allein mit dem Reiseguthaben, das wir eingelöst haben und mit den Punkten. Und selbst wenn wir jetzt irgendwann mal sagen, okay, wir haben Bock auf ein Hilton Hotel, dann wissen wir, okay, wir haben auf jeden Fall schon ein Upgrade. Oder wenn wir bei Hertz mal einen Mietwagen buchen, weil er doch günstig ist, dann haben wir auch auf jeden Fall die nächst bessere Klasse. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Ich schreibe euch auch nochmal ein paar Informationen unten in die Infobox rein. Verlinke auch nochmal mein altes Video, da habe ich alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Aber das jetzt alles komplett nochmal zu erklären, war mir das... Ihr könnt das alte Video anschauen. Und jetzt kommen wir zu dem anderen wichtigen Punkt, weil ich habe euch damals gesagt in dem Video, als Pendant zu der American Express, wo dann eben sowas wie Bargeld abheben was kostet, wo Fremdwährungssachen was kosten, braucht ihr eine andere Kreditkarte, die im besten Fall kostenlos ist und wo das einfach alles drumherum auch kostenlos ist. Und das war, beziehungsweise ist noch bis 30. Juni 2020 die Santander 1 Plus Visa Karte. Ab 1. Juli 2020 wird es sich aber ändern, weil die Santander Bank einfach hier krasse Einschränkungen gemacht hat, die Karte richtig kaputt gemacht hat, als Reisekarte praktisch unbrauchbar gemacht hat. Ich sage euch auch kurz da, was die Verschlechterungen sind. Bis jetzt, wenn wir im Ausland mit der Kreditkarte bezahlt haben, haben wir 0 Euro Gebühren zahlen müssen. Ab 1. Juli sind es schon mal 1,5%, die man mehr bezahlen muss. Bargeldabhebungen im Ausland waren überhaupt kein Problem. Wir haben einfach unsere Karte reingesteckt, haben gesagt, okay, bis zu 300 Euro war der maximale Auszahlbetrag, haben das dann in der Fremdwährung eingegeben, haben es bekommen, mussten manchmal noch eine Gebühr bezahlen beim Automaten. Die hat man aber auf Antrag einreichen können und zurückerstattet bekommen. Und man konnte das aber einfach kostenfrei abheben, hat es sein Geld. Und ab 1. Juli wird es dann so sein, dass es zwar noch viermal im Monat kostenlos geht, aber ihr habt trotzdem schon diese 1,5% Auslandseinsatzgebühr dabei. Das ist eigentlich super unnötig, vor allem es gibt halt Alternativen, die es halt können. Und ich habe es gerade auch schon kurz angesprochen, wenn der Automat, bei dem ihr das Geld abhebt, 5 Euro oder sowas als Automatengebühr verlangt hat, dann konntet ihr das einreichen und habt es zurückerstattet bekommen. Das konnte eigentlich keine andere kostenlose Karte und war wirklich das To-Go-Argument für die Santander 1 Visa Plus. Und auch das haben sie jetzt eingeschränkt und da kriegt man kein Geld mehr zurück. Auch der Tankrabatt, den man jetzt eigentlich auch nicht so mega oft nutzt, der war immer bei 1% bis zu 400 Euro und jetzt ist nur noch bei 1% bis zu 200 Euro. Und die 2 Euro machen den Bock dann auch nicht mehr fett, also das kann man sich dann auch gleich schenken. Damit hat sich die Santander 1 Plus Visa einfach ins Ausgeschossen, weil es mittlerweile jetzt Karten gibt, die es um einiges besser machen können. Wie zum Beispiel die Hanseatic Genial Card. Weil bis auf die Erstattung der Fremdgebühren beim Automaten, das ja die Santander jetzt auch nicht mehr hat, und diesen Tankrabatt, kommt die Hanseatic Genial Karte der alten Santander 1 Plus Visa Karte, so wie sie bis Juni sein wird, am nächsten. Ihr hättet dann nach wie vor keine Auslandsgebühren, wenn ihr irgendwie in Fremdwährung irgendwas abhebt. Und auch die Bargeldabhebung ist weltweit kostenfrei. Und außerdem, was ein Vorteil tatsächlich ist, auch der alten Santander gegenüber, dass ihr mit Lastschrift einfach bezahlen könnt. So wie bei jeder normalen Kreditkarte. Bei der Santander war es oder ist es immer noch so, dass immer, wenn ihr die Kreditkartenabrechnung bekommt, ihr euch selber eine Erinnerung irgendwo einstellen müsst, dass ihr dann den offenen Kreditkartenbetrag manuell überweist. So machen wir es bei unserer Karte zumindest. Das heißt, es kommt am 15. die Kreditkartenabrechnung mit 1600 Euro zum Beispiel und dann überweisen wir das manuell. Man muss dran denken, weil wenn man nicht dran denkt, dann ist da automatisch so eine Ratenzahlung dabei, wo ihr Zinsen zahlt. Und das ist natürlich auch wieder das, wo die Santander wahrscheinlich damals so ein bisschen Geld gemacht hat und wir sind dem Ganzen halt entgangen, weil wir gleich den vollen Betrag bezahlt haben. Und das Problem ist mit der Hanseatic Generalkarte auf jeden Fall gelöst. Da muss man zumindest nicht mehr monatlich dran denken, dass man die Kreditkartenabrechnung überweist. Sollte nur genügend Geld auf eurem beliebigen Girokonto sein. Das ist nämlich auch noch ein Vorteil. Ihr müsst bei der Hanseatic Bank kein Konto eröffnen, um die Karte zu bekommen, sondern ihr könnt die Karte einfach so beantragen. Wie damals bei der Santander auch. Ein kleiner Vorteil noch für alle Apple-Fans, was die Santander auch nicht hatte. Apple Pay. Das hat die Hanseatic Genialkarte schon. Und freut vielleicht auch den einen oder anderen. Ich habe euch hier auch nochmal einen Screenshot reingepackt mit 0 Euro Jahresgebühr, was die Karte alles kann. Einfach nochmal von der offiziellen Seite. Den Link dazu packe ich euch aber auch nochmal in der Infobox runter. Dann könnt ihr euch die Karte auch nämlich dort schon mal anschauen, bestellen, je nachdem, falls ihr schon so weit seid.
Und als zweite Alternative, vor allem für die DKB-Kunden unter euch, die schon ein DKB-Girokonto haben, da gibt es noch die DKB-Cash-Visa-Card im Zusammenhang mit dem Girokonto, was sich eben für bestehende DKB-Kunden lohnt, die aber auch mindestens 700 Euro Geldeingang bei ihrem Girokonto haben monatlich. Aber dann könnt ihr auch da die Möglichkeit nutzen, im Ausland ohne irgendwie weitere versteckte Kosten da zu bezahlen. Der einzige Nachteil dabei ist, dass man mindestens 50 Euro abheben muss. Aber ich meine, wenn man im Ausland ist, 50 Euro ist ja da gefühlt nichts. Das brauchst du schon zum Essen am Tag manchmal oder in der Woche, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Aber auch die unterstützen zum Beispiel Google Pay oder Apple Pay. Also das sind so die zwei Alternativen, die ihr vor allem als Synergieeffekt zu der American Express nutzen könnt, wenn ihr viel auf Reisen seid. Und damit auf jeden Fall die Nachteile, sage ich mal, der American Express ein bisschen ausmerzen wollt. So haben es wir auf jeden Fall gemacht und kommen super klar damit. Wir werden es auch mit der Santander so weitermachen und wir gucken einfach mal, ob die Hanseatic bekommen, weil wir ja gerade auf Reisen sind und es könnte ein bisschen schwierig sein, die tatsächlich zu beantragen und zu bekommen, weil wir haben halt keine regelmäßigen Einkommen gerade, wie das eine Kreditkarte immer gerne wünscht. Aber wir gucken einfach mal. Und irgendwo müssen wir die Deutschland dann noch abholen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Ihr habt wahrscheinlich noch die Möglichkeit, das einfach in Deutschland zu beantragen. Wenn ihr einen festen Job habt, sollte das auch kein Problem sein. Schaut auch auf jeden Fall in der Infobox rein. Da sind noch weitere Links, Informationen und sonst noch irgendwas zu den Karten drin. Da findet ihr alles. Ich schreibe auch nochmal alles ein bisschen detailliert auf. Und ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch weitergebracht hat. Falls ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren. Dann seht ihr, wenn wir tatsächlich irgendwann mal es schaffen, mit den American Express gratis Punkten uns einen Business- oder First-Class-Flug zu ermöglichen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in irgendeinem anderen Video mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.